Ja, jetzt wenn Sie auf der linken Seite hinausschauen, das sind die Wallanlagen. Es gibt hier noch eine kleine Besonderheit, die auch im Rahmen der Bewerbung zum Weltkulturerbe Wasser eine Rolle spielt. Wenn Sie jetzt da bei den Fahrrädern links reinschauen, sehen Sie eine Brücke. In dieser Brücke, unter dieser Brücke, fließen zwei Stadtkanäle in die Stadt hinein. Einmal der Lochbach und einmal ein Frischwasserkanal, der im Mittelalter die Trinkwasserversorgung Augsburgs gesichert hat. Jetzt biegen wir ab, da wo die Straßenbahnen in der Nacht zum Einrücken fahren, in den Betriebsbereich des Straßenbahndepots. Der Betriebshof beinhaltet eine Schwerpunktwerkstatt für die Instandhaltung der Fahrzeuge, ohne wie früher in Haupt- und Betriebswerkstätten zu trennen. Diese Schwerpunktwerkstätte hat fünf verschiedene Bereiche, einmal Instandsetzungsarbeiten, Karosserieabteilung, Lackieren, Versorgungsgleis für Sand- und Schmierstoffe, da fahren wir jetzt mal durch, und eine Unterflurdrehbank, dass die Räder wieder auf das richtige Profil gebracht werden können, wenn sie abgenutzt sind. Drei Staugleise, die vor uns liegen, sammeln die einrückenden Wagen. Von hier durchfahren alle Trambahnen das Versorgungsgleis, wo sie besandet und gewaschen werden. Danach kommen sie in die überdachte Abstellanlage, wo sie während der Nacht im Inneren gereinigt werden. Auch die Bahnbauwerkstatt ist hier untergebracht. Ihre Aufgaben sind Instandhaltung von Gleisen, Signaltechnik und Fahrleitung. Das ist auf der Fahrtrichtung linken Seite. Also links die Bahnbauwerkstatt, rechts die überdachte Wagenhalle und vor uns, wo wir jetzt dann abbiegen in ein Gleis, liegt die Werkstätte und wir fahren, die Werkstätte ist auf den Gleisen 17 bis 24, das ist jetzt auf der Fahrtrichtung linken Seite und wir fahren jetzt durchs Besandungsgleis durch. Also, verehrte Fahrgäste, wir fahren jetzt durch das sogenannte Behandlungsgleis. Da kommt als erstes praktisch die Waschmaschine, da wo unsere Weichen vom Schuhdienst gewaschen werden. Und anschließend fahren wir dann durch die Sandanlage durch. Dann werden die Rams gerade im Herbst, wenn viel Lauf fällt und die Schienen schwierig sind, wird der Sand aufgefüllt in die Fahrzeuge und dann wird sie praktisch abgestellt. Danke. Jetzt sind wir im sogenannten Waschgleis. Ja, hallo again. Das ist gut, hä? Jetzt sind wir hier im Sandgleis, an den Schläuche, wo an der Seite hängen, das sind die Stollen unten dran und da wird praktisch der Sand in die Fahrzeuge über Druckluft eingeblasen. Oh, this is the wash place. Yes. And the next place is where the sand for the brakes is right. Right, yeah. These things here. Yeah. So, jetzt kommen wir wieder raus aus den Behandlungskreisen. Also wenn die Straßenbahnen dann hier wieder mit allen Vorräten versorgt wurden, geht es dann weiter in die überdachte Wagenhalle. Die fahren wir jetzt hinein. Der Betriebshof ist weitestgehend ökologisch ausgerichtet, so verwendet man das Waschwasser der Außenreinigung mehrmals und gewinnt Regenwasser als Frischwasser in einem Regensammelbecken. Warmwasser wird durch eine Dachsolaranlage hergestellt und die Dachflächen sind zum Teil begrünt. Wir haben dann jetzt hier auch noch eine kleine Besonderheit. Der vordere Teil der Wagenhalle, durch den wir durchfahren, das ist der erste Augsburger Bahnhof der München-Augsburger Eisenbahn. Dieser Bahnhof wurde in weiser Voraussicht nicht aus Holz, sondern aus Backsteinen erbaut. Dieser erwies sich als gute Wahl, denn der Münchner Hauptbahnhof brannte am 4.4.1846 bereits ab. Der Augsburger steht heute noch. Das Bauwerk zeigt seit
Querschnitt einen basilikartigen Aufbau mit einer rhythmischen Pfeilerarkade. Das Dach liegt auf einer einer hölzernen Tragwerkskondition und ist mittig durch einen Obergarten erhöht. So, wenn wir jetzt da vorne am Ende des Gleises 2, wo die GT6-Triebwagen stehen, auf die linke Seite schauen, dann sehen wir einen Triebwagen aus dem Beginn der Augsburger Straßenbahn von 1898. Das ist der sogenannte 14er. Dieser Wagen gehört zur ersten Ausstattung der elektrischen Straßenbahn. Dahinter steht dann, naja, das sieht man jetzt leider etwas schlechter, doch man sieht's. Davor steht der Triebwagen Nummer 506. Das ist ein sogenannter Kriegsstraßenbahnwagen, der 1948 in Augsburg zum Einsatz kommt. Und hinter diesem Triebwagen steht der 14er, der Wagen der ersten Ausgänge aus Augsburg. Und vor uns liegt nun der erste Augsburger Hauptbahnhof. In diesem Bauwerk fuhren früher die Züge nach München ab bis zur Inbetriebnahme des jetzigen Hauptbahnhofs am Rosenauberg. Wenn Sie jetzt links und rechts rausschauen, dann sehen Sie oben die noch originale Tragwerkskonstruktion und die Außenwand ist wieder denkmalgerecht hergestellt worden. Es sind wieder die nachempfundenen Fenster reingekommen, die früher da waren.